So, wir sind hier in Parzenberg, meine Lieben. So, herzlich willkommen in Parzenberg. Am Nabel der Welt. So. Meine Lieben. Jetzt die Frage. Nein, nicht die Frage. Eigentlich die Feststellung. Jetzt eigentlich die Feststellung. Ich würde mit euch gerne mal eine ausufernde, extravagante, nahezu überragend wunderschöne Städtetour machen. Zu allen Städten, die wir haben. Und einfach mal so gucken, was haben wir eigentlich gemacht. Es ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, dass Workers, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger regelmäßig gelaufen ist. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Es gab ja jetzt auch auf YouTube schon lange, lange keine neue aktuelle Folge mehr. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und ich finde, wir sollten jetzt erstmal kurz mal uns einen Überblick verschaffen. Denn wir müssen mit Workers demnächst vermutlich ein kleines Päuschen einlegen. Was heißt vermutlich? Wir machen wir beenden die Staffel an der Stelle dann. Auch heute mit dem Stream. Und Leckkäfer, auch einen wunderschönen guten Abend, hi. Und wir werden an dieser Stelle die Staffel auch tatsächlich mal zu einem Abschluss führen. Es liegt an mehreren Gründen. Zumal, weil der Hauptgrund eigentlich ist, dass ich eine Pause brauche. Also man merkt das immer, wenn Projekte langsam sich ausschleichen, wenn dann manchmal auch vielleicht mal keine YouTube-Folgen mehr kommen, dann ist das schon ein ganz hartes Zeichen dafür, dass so ein Projekt mal langsam sein Ende finden wird, sein natürliches, weil ich dann einfach auch nicht mehr so einen Zug habe. Ja, ihr kennt das, ja, wenn ihr ein Spiel sehr, sehr hart spielt, ja, dann wird es irgendwann zu dem Punkt kommen, wo ihr sagt, okay, boah, jetzt muss ich mal zur Seite legen, ne? Und ich bin bei Workers bei dem Punkt. Das heißt nicht, dass es nie mehr Workers gibt. Ganz bestimmt nicht. Wir werden noch eine neue Staffel Workers irgendwann mit Sicherheit wieder starten. Und dann gucken, was bis dahin an Updates drin ist. Aber es wird auf jeden Fall so sein, dass wir nochmal jetzt auch eine Zusammenfassung bringen. Aus all den Städten, die wir ja haben. Ja? Und ich fände das irgendwie sehr angenehm, wenn wir mal durch alle Städte abschlusshalber einfach mal durchgehen und gucken, was haben wir denn da eigentlich gemacht? Was ist der Plan da gewesen? Weil das jetzt oft bei, wir haben in viele Städte immer ein bisschen ausgebaut. Hier zum Beispiel in Parzenberg das Industrieviertel, ja. Und haben da ein bisschen weitergemacht. Aber dieser große Gesamtüberblick, der fehlt halt dann doch an vielen Stellen nochmal ein bisschen. Und da möchte ich mit euch ein bisschen drüber gehen und da einfach mal reingucken, was haben wir denn eigentlich in Workers bisher hier so ein bisschen erreicht, ne? Wo wäre es denn jetzt auch noch weiter interessant zum Beispiel noch am Ausbau? Ja, was wir auf jeden Fall sehen, ist, unsere Felder werden jetzt zum Teil auch schon abgeerntet. Das ist eine gute Sache, so wie das aktuell ist. Da stehen auch keine LKWs gerade hier überall, was ich auch verwunderlich finde. Wundersam verwunderlich. So. Ja, der andere Grund, was mich da auch in die Richtung ein bisschen hinbewegt, ist zum anderen aber auch einfach die Performance gerade im Moment. Das Spiel läuft zwar, ihr seht das auch, aber an manchen Stellen merkst du es dann und gerade an den ganzen Crashs, die in letzter Zeit dann doch immer wieder zustande kommen, merkst du es halt ganz besonders. Da merkst du sowas immer ganz besonders, dass eben so die Crash-Anzahl sich deutlich erhöht, immer weiter. Liegt einfach daran, der Spielstand, der hier gestartet ist, halt einfach noch eine viel frühere Version und ist dann immer wieder mit neuen Updates versorgt worden. Das funktioniert schon, ohne dass der Spielstand drauf geht, aber am Ende des Tages ist es halt immer so eine Frage, irgendwo ist dann halt mal eine Grenze auch erreicht, ne? So. Nichtsdestotrotz, man muss eins fairerweise immer sagen, das Projekt Workers hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat auch sehr, sehr lange gedauert. Das finde ich, das muss man auf jeden Fall mal anerkennen, weil, schaut mal, wie viel Zeit wir da schon reingesteckt haben. Bei wie viel der Folge sind wir gerade auf YouTube? Weiß das jemand gerade aus dem Kopf? 200 irgendwas? Roundabout?
So zwei, irgendwo in die 260er, glaube ich, war es am Ende dann. Das ist schon lang. Das ist schon extrem lang. Das schon extremst lange, ja. Und das finde ich auch gar nicht mal so verkehrt. Wie gesagt, was man sagen muss, sind natürlich die ZNTM-Staffeln bei Workers. Ich versuche das jetzt mal. Ich versuche mal immer ein bisschen so in die Städte reinzuschauen, ja. Was man sagen muss, sind die ZNTM-Staffeln. Also gerade sowas wie die ganzen Benennungen: Parzenberg, Blauberg, Bau zu Pulsch-Baltisk, Lippograd. Das sind sehr, sehr coole Sachen gewesen oder sehr, sehr coole Projekte. Auch mit dem ZNTM haben wir so ja noch nie wirklich gemacht, ja. Na, also wenn wir jetzt hier Blauberg angucken mit dem Plateaubau hier zum Beispiel, das hat sich ja Code Blue gar nicht gewünscht gehabt. Der wollte Blauberg ja gar nicht so groß haben. Ja, aber die Stadt hat sich einfach aus diesem selbst die neu gebaute Neustadt hier hat sich ja mit der Seilbahn zu der Zeche, ja, die durch die Stadt geht und so weiter. Das hat sich ja dann alles so ein bisschen entwickelt. Ja, wenn man allein anschaut, wie in Blauberg die Stromverkabelung Richtung Kraftwerke aussieht, ja, wie die hier in die Stadt reingeht. Allein was wir da an Zeit reingeballert haben, um so ein Stromnetz zu bauen. Ja, schaut euch, oder was, oder hier, das Heizungsnetz, ja, und. Also hier oben wird es dann richtig, richtig verrückt, ja. Aber was wir an Zeit investiert haben, allein Stromnetze aufzubauen, das muss man ja auch immer sagen, wie viel Zeit da reingegangen ist, ja. Ja, und wenn du jetzt guckst, hier mit dem mega langen Tunnel, den wir hier reingebaut haben. Ist schon arg wild, ne? So hier unsere Kohlekraftwerke. Howie, wunderschönen guten Abend, hi. Dann, das war wie gesagt die zweite Stadt, die wir gegründet haben. Die ist ja dann auch im Laufe der Zeit, also hier war ja erst so eine Altstadt. Hier, da wo das ist. Und das haben wir ja dann irgendwann komplett umgebaut. Dann kam erst noch hier dieser kleine Arbeiterblock kam dazu, ja. Mit der wundersamen BW Energie Blauberg 1972 e.V., ja. Immer noch großartiger Verein. Und das hat sich alles langsam so ein bisschen entwickelt, ja. Alles um den Blauberg rum, ja, auch mit der ganzen Eisenverarbeitung, die dann hier über Leitungen überall hin transportiert wird. Also das ist ja, also selbst Zuganbindungen, ja, alles da hier. Und hier oben die ganze Verstromung, ja, von Blauberg ging ja die Energie in die ganze Welt, ja, überall hin. Und jetzt, wenn du so gerade die obere, die Erweiterung hier des Plateaus anschaust, auch hier ist es ja dann schon sehr, sehr verrückt geworden. Mit Blauberg nach wie vor auch immer noch die Stadt, die mit Abstand den meisten Hubschrauberverkehr hat. Ja, sieht man jetzt zum Glück gerade nicht. Es liegt vielleicht an den Bauten, die gerade unterwegs sind, aber ich sehe auch gerade, dass hier... von hier aus sind quasi die Arbeitskräfte in ganz Zwergistan unterwegs. Ja, das ist unglaublich, was hier in Blauberg passiert. Im Übrigen die Lichter, die man hier so sieht, ja, von allen Städten, das ist jetzt tatsächlich, sind das alle Städte und der Flughafen, der internationale, ist auch noch leicht sichtbar am Horizont bei Lippograd da hinten. Ganz da hinten am Horizont. Ja, über Bauzopol hinweg und Spaltisk. Liegt Lippograd und es schlängelt sich. Bei leichten Energieproblemen, so wie das schon wieder aussieht, da blinkt doch schon wieder irgendwas. Ich traue mich gar nicht zu schauen. Aber es ist einfach... Ja, Blauberg hat sich von der kleinen Minigemeinde im Prinzip auch sehr stark dann durch die Nähe zu Parzenberg einfach... die haben davon profitiert, ne? Die Blauberger haben aber auch beim Aufbau von der halben Welt geholfen. Also auch die waren immer wieder dabei... Und haben irgendwo unterstützt und dort aufgebaut. Auch das darf man nie vergessen. Blauberg, immer noch eine Stadt für alle, quasi. Die Arbeiter- und Bergbaustadt, ja. Da, wo die Kumpel die Zeche noch glücklich verlassen. Ja. Blauberg im Prinzip ist eine Stadt,
die aufgrund der nahen Kohlevorkommen existiert. Und das darf man, das ist auch, das zeigt man hier in Blauberg. Ja? Blauberger mögen das. Ja? Ja. Schön. Hallo Hotti, grüß dich. Wunderhübschen guten Abend. Hi. Ja, Blauberg, wie gesagt, ist halt so die Kumpelstadt. Ja? Da sind die ganzen Bergleute unterwegs. Hotti sagt endlich Wochenende, ja, das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Und dann wünsche ich halt auch dir einen wunderschönen guten Abend. Hi. Ja, meine Lieben, das Blauberg, das ist die zweite Stadt, die jemals gegründet wurde, unter dem Smog ihrer eigenen Produktion. Die dritte Stadt, die gegründet worden ist, liegt hier hinten, Lippograd. Lippograd hat auch diesen Mega-Bauprojekte gestartet, diese Riesenwohnungen, wo wir auch tatsächlich noch nicht zugelassen haben, dass hier Leute wohnen. Das würde ich gerne tatsächlich ändern. Ich guck gerade mal. Ist das immer noch so, dass hier keine Fahrt... Also hier kommt was, aber hier kommen... Hier fehlt es noch an massiv Rohstoffen. So. Wir schließen das mal ab. Ich will das System hier brennen sehen. Nein, ich will wissen, was passiert, wie lange das jetzt hier oder wie das laufen würde. Wir haben nämlich tatsächlich ja 4000 Arbeitskräfte, die bei den Eltern wohnen, die ja hier gerne untergebracht werden wollen. Und wir wollen hier sagen, hier dürfen nur die Allertreuesten der Treuen rein. Und wir lassen das zu. Stopp. Dann müssen wir auch anfangen, hier Leute unterzubringen. Sobald wir das zulassen, müssen hier Arbeitskräfte arbeiten und zwar maximale Anzahl überall. Wir starten hier jetzt die komplette Geschichte einmal komplett durch. Einmal komplett durchgestartet und schicken hier überall Arbeitskräfte rein. Gut, das läuft. Dann go for it. Go, 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 go. Hier wird hart zugezogen nach Lippograd. So, wir lassen Lippograd laufen. Der erste Block wird jetzt bewohnt. Markus, die Idee dahinter ist, wir werden Workers wahrscheinlich, jetzt erstmal für den Moment mit der Staffel beenden. Das ist die Idee. Und nachdem Workers beendet worden ist, wird es irgendwann eine neue Staffel geben, wenn ein paar neue Updates durchgegangen sind, mit denen wir direkt starten. Also dann wird halt auch Wasser und solche Geschichten gleich von Anfang an dabei sein. Und da müssen wir uns dann halt auch gleich von Anfang an drum kümmern. Ja, das ist die Idee dahinter. Dass wir einfach hier so ein bisschen auch mal eine Pause reinbekommen, aber die Staffel selber ist auf jeden Fall beendet. Wenn, dann gibt es eine neue Staffel. Einfach, weil man merkt langsam, dass das Spiel am Limit arbeitet. Frage mich nicht wieso, aber ich denke mal, das wird die Mischung aus Mods und die Grundversion ist einfach schon ewig alt, ne? Ist nichts optimiert und so. Hallo, Yonpai. Einen wunderschönen guten Abend, hi. So, wir haben jetzt immer, wir sehen jetzt die Grafik dieses Jahr. Wir können auch All-Time-Grafiken uns anzeigen lassen. Die Kinder, die bei den Eltern gewohnt haben oder erwachsene Kinder, die bei den Eltern leben, die quasi in unserem gesamten System nicht neue Familien gründen können, die sind hier mit über 4000 schon unsagbar viele. Also es sind sehr viele Menschen, die gar nicht mal so in den eine eigene Familie gründen können, weil sie halt noch bei Eltern wohnen und da einfach kein Platz ist. Und wir haben jetzt quasi fast 70.000 Einwohner aktuell. Das Gute ist, mit den neuen Lippograder Megabauten, ja, diesem Lippograder Mammutprojekt, das wir hier gestartet hatten, die jetzt alle durch sind, wird das Problem natürlich auf nahe Zukunft nicht mehr passieren. Das heißt, hier werden jetzt erstmal 2.800 Leute zugelassen und wir starten auch da den Zuzug von absolut regierungstreuen Menschen, ja, denn die Qualität der Wohnungen sind einfach überragend, ja, mit 200% werden die angegeben. Das heißt, hier zu wohnen ist ein Privileg und das sollte es auch anhand der Regierungsloyalität von unseren Bürgern entsprechend erwartbar sein. Moin. Lol, einen wunderschönen guten Abend, hi.
So, hier wird alles eingekauft. Das ist gut. Hier gibt es auch alles. Ja, die Leute können sich hier mit allem ausstatten. Und wir sehen jetzt natürlich bei den Erwachsenen, sollte sich da eben eine deutliche Entspannung breit machen. Und vor allem, was man nicht vergessen darf, Lipograd selber sollte dadurch natürlich auch nochmal ein bisschen was kriegen. Hier laufen wahnsinnig viele da herüber und kaufen hier ein, weil es hier alles gibt, ne? Ist natürlich auch verrückt. So, jetzt gucken wir mal gerade. Hier ist noch niemand eingezogen, wahrscheinlich, weil die alle hier reinziehen, oder? Nee, weil die gar nicht einziehen können. Das kann natürlich auch sein. Jetzt schauen wir mal gerade. Wie ist denn die allgemeine Regierungstreue? 50%. Ich starte hier mal ein bisschen anderes System. Wir brauchen nämlich in Lipograd massiv Arbeitskräfte. Und wir lassen hier mal vorübergehend 50% zu. Und gucken mal, ob sich das auf Dauer bewährt. Wir sind aktuell 48% Regierungsloyalität. Das ist schon, da sind die Leute schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, kritischer eingestellt. Aber wir müssen diesen extrem hohen Wert abbauen und das machen wir auf jeden Fall. Oh, Jumpe. Jumpe, das ist saulieb von dir. Das ist saulieb, da freut sich Markus bestimmt sehr. Und was passiert mit Captain of Industry und Dyson Sphere Programm? Alles zu seiner Zeit. Heute erstmal nur Workers anschauen. So. Hier sind massiv Leute ohne Job, das sieht man hier, ja. Und das Gute ist natürlich, dass hier unsere ganzen Schulen auch startklar sein sollten. Wir müssen natürlich auch sagen, dass hier die Regierungsmitarbeiter natürlich maximal schon die Prägung übernehmen müssen, ja. Mindestens 60 oder mehr Prozent. So, da müssen wir mal ein bisschen aufpassen, dass das, weil unser Bildungssystem nämlich auch am Absaufen war. So. Schauen wir mal, hier wohnen jetzt schon über 2000 Leute drin. Hier arbeiten mehr als genug Menschen, um mit den neuen Menschen hier zurechtzukommen. Ich reduziere das gerade mal ein bisschen, damit mehr Möglichkeiten bestehen, zum Beispiel hier an der Uni zu lernen. Die Regierungsloyalität gegenüber den Arbeitern machen wir mal sehr viel höher. Aber nicht zu hoch. Sagen wir mal 60%. Und bei den Studenten erwarten wir mindestens 50%. So, das ist bei der Universität. Hier oben haben wir noch keine. Doch, hier irgendwo. Hier. 65, 65. Wir reduzieren das mal ein bisschen und drehen das aber trotzdem ein bisschen hoch. Es können mehr Leute jetzt zum Studium zugelassen werden. So. Hier ist maximale Zuzug erreicht. Das wird auch jetzt besser. Guck mal, die Arbeiter ohne Job reduzieren sich rapide. Und wir haben jetzt mittlerweile nur noch 1000 Leute hier auf Halde. Das reduzieren wir jetzt auf 0 runter. Damit ist Lipograd erstmal gerettet, ja. Weil Lipograd hatte nämlich das Problem bisher, dass die einen massiven Arbeitskräftemangel hatten. Und jetzt wird sich zeigen, dass diese Leute halt eben hier auch in der Stadt eben hin und her wandern. Und damit eben auch das Restsystem wieder aufbauen, dass hier überall voller Arbeitskräfteeinsatz ist. Reduzieren das nochmal ein bisschen. Damit hier mehr Gebildete als Professoren übrig bleiben. Das ist die Idee dahinter. So, wie schaut es hier aus? 49%, das steigert sich. Vielleicht durch die ganzen Bauten hier. Durchschnittsalter 24. Na, wenn die jetzt nicht rapide neue Zwerglein gründen, weiß ich ja auch nicht. So, ich versuche da mal ein paar Leute rüber zu bekommen. Das hat den Hintergrund, dass überall ein bisschen Platz ist, damit die auch neue Kinder bekommen können. Dass nicht da schon wieder voll ist gleich.
So, hier sind nämlich keine Babys zum Beispiel gerade im Kindergarten. Gar keine. Wir haben das System hier extra, dafür hier ein paar, aber das ist auch für die Anzahl der Menschen, die hier wohnen, ist das absolut zu wenig. So, hier dürfen auch die ersten zuziehen. Ganz wichtig, die natürlich nur maximal unterwegs sind, ja, also die Treue quasi erfunden haben. Guck das an. Von über 4000 auf unter 1000 runtergedroppt. Innerhalb kürzester Zeit. Hier wohnt einer. Einer wohnt hier alleine in einem Block, der für fast 3000 gemacht ist. Hier wohnen wenigstens zwei. Die sehen sich so einmal alle 5 bis 10 Jahre sehen die sich im Eingangsbereich unten, ja, und grüßen sich mal kurz. So, so. Hi. So. Okay. Schule läuft. Es läuft. Eigentlich müssten alle Gebäude laufen. Lippograds Waisenhaus läuft auch. Regierungsmitarbeiter werden hier aus natürlich, beziehungsweise Tutoren müssen natürlich sehr, sehr loyal sein. Damit die Loyalität hier ein bisschen angepasst wird. Nennen wir es angepasst. Fernseh- und Radiostation haben wir. Bloß die mögliches Publikum liegt bei 7000. Aktuelle Zuschauer am Lippograd-Mitte-Fernsehsenderhaus sind 500 Zuschauer, die da gerade drin sind und die da hier das Programm, natürlich absolute Staatstreu-Programme hier konsumieren. 15,7% der Bevölkerung haben überhaupt erst einen Fernseher. Das ist ein Problem. Das ist ein grundlegendes Problem. Na, hier die zum Beispiel, da gibt es auch nur 83... Dankeschön. Vielen Dank, Markus! Unterstrich der Unterstrich Franke schenkt 25 Subs. Vielen lieben Dank für 25 Verschenkte an die Community. Markus, Dankeschön! Mal gerne mit Ausrufezeichen Hype in den Chat. Und zwar an Bloody Cat im 1., CubeFan Gaming im 6., der Kriegsbäcker im 14., Camp Tube im 3., da Rule haben wir da im 1., Flickflack im 1., Jansbrain im 2., Pretzox Neverlucky im 1., Lord Koralle im 1., Yokozuma im 1., Neander im 3., an FaceWodka im 1., Urik im 3., Sir Timo im 1., Stinking Dog im 1., Martinas im 1., das Emperchen im 2., Poseidon Niken im 1., an Sebastian im 1., falscher Benutzername im 1., Drachma im 1., Kämpfer im 3., Nuja im 1., Pixdamas im 1. und Gnut im 1. Vielen lieben Dank an Markus der Franke! Oh oh. Jo. Sagen wir mal, da ist eine leichte Überlast im System hier. Hier sind auch, glaube ich, ein paar Sachen noch nicht ready. Wo ist denn hier das nächste Verteilzentrum? Wo geht denn hier? Geht hier irgendwo? Hier geht ein Kabelchen hin. Prozent überlastet. Das musst du auch erstmal hinbekommen. Das musst du halt auch erstmal hinbekommen, ne? Dass du das System dermaßen überlastest.
Okay. Hier ein bisschen zurück. Auf geht's. Hier sind sonst keine weiteren Anschlüsse, aber das ist der hier. Es geht sogar, dass der Verbrauch, also die... Das ist Wahnsinn. Es müsste mit den ganzen Gebäuden, müsste das besser laufen. Dauert jetzt ein bisschen, bis das alles angeschlossen ist, aber schaut schon deutlich stabiler im System aus. Schaut deutlich, deutlich, deutlich stabiler aus. So. Ja, hält sich gut. Gucken wir mal, was das Ding sagt. Ja, die verbrauchen fast 1 Megawatt in dem Bereich hier hinten. Aber, wenn der hinterletzte ist, der wichtigste eigentlich im System, der geht, ist immer noch beim Maximalverbrauch viel zu hoch berechnet. Vielleicht dauert das ein bisschen. Lassen wir dem ganzen System mal ein bisschen Zeit, sich gegenseitig auszumitteln. Ganz kurz ein bisschen Blick riskieren und dann erstmal nachschauen, was da eigentlich abgeht. Hier wohnen ja auch nur 8, also von daher ist das jetzt erstmal noch ein bisschen... Was ist mit den Zügen eigentlich? Verklickt. Entschuldigung. Ist mir ein Malheur passiert, oder? So, aber wie gesagt, wenn man sich jetzt so die Blöcke anguckt, das ist okay. Für den Moment. Für den aktuellen Moment. Zweiter, es sind wahnsinnig viele Leute da drin. Reicht unser Krankenhaus noch? Ja, reicht dicke. Was sagt die Uni? Können wir hier mehr Studenten zulassen? Ich weiß es nicht, aber wir werden mal sehen. Ab und zu verirrt sich mal hier jemand her. Vielleicht kommen jetzt mal ein paar mehr. Das sind aber alles Professoren, so wie das aussieht. Schaut es an den Schulen selber aus. Hier laufen Schüler rum. Da sind auch ein paar Erwachsene schon dabei. Das ist ein Problem. Dann können wir natürlich auch niemanden ausbilden, wenn die alle Erwachsene erstmal in die Schule hier rennen müssen. Kommen die da überhaupt hin? Nee! Das habe ich so nicht geplant gehabt. Ich dachte eigentlich, die schaffen das. Die kommen echt ein Stück da weit nicht hin. Dann müssen wir einen Schulblock da unten einbauen. Hier so. So. Bird, grüß dich. Wunderhübschen guten Abend. Hochhäuser, ja. Wir gehen weiter. So, auch hier stellen wir natürlich nur die besten Lehrer ein. Ja. Die Regierungstreuesten unter den Treuen. Jetzt müssten die aber eigentlich da hinkommen. Ja, die kommen da rein. Die werden da jetzt auch relativ schnell hingehen, denke ich. Das dauert jetzt ein bisschen eine Sekunde und dann geht das los. Hier kommen die Ersten, da sind Mitarbeiter. Jetzt warten wir noch, bis die ersten Lehrer kommen. Und dann geht's rein. Dann dürfen wir Schüler aufnehmen. Mal gucken. Das wird jetzt dann irgendwann anfangen. Das dauert am Anfang ein bisschen, bis so ein Gebäude anläuft. Und dann geht's rein. Hard to ignore all the things we said. I wish I could change it. A little shaky, our emotions got the best of us lately. I got issues, yeah, you got them too.